Double vielleicht, wer weiß, mal schauen. Ein Tutorial und ein angespielt von Junkyard Truck. Ähnelt so ein bisschen Moonbazoo oder My Summer Car oder wie ihr das sehen wollt. Ich habe leider Gottes noch nichts auf YouTube bzw. der ähnlichen gefunden, wo man sagen könnte, ja, das hilft mir weiter. Folglich habe ich erstmal gesagt, okay, ich schaue erstmal selbst rein, habe mir ein Video angeguckt, was auf Englisch ist. Und werde das jetzt mal dasselbe machen, ähnlich wie der englische YouTuber, nur eben auf Deutsch. Ein kleines Start-Tutorial für euch. Weil mich hat dieses Spiel doch ziemlich deprimiert am Anfang, weil man überhaupt nicht wusste, was man machen soll. Und ja, folgedessen wollen wir mal gucken, ob das heute klappt. Und werden mal schauen, dass wir das hinkriegen. So, wollen wir starten. Irgendwie. Ah ja, so war das. Wenn ihr was aufheben wollt, dann Geld. Linke Maustaste drücken und dann I, dann geht es ins Inventar. Das Inventar könnt ihr, glaube ich, irgendwie über Tab aufrufen. Da seht ihr das schon. So, wollen wir mal los hier. E, mit E könnt ihr natürlich einsteigen. Ihr könnt euch das natürlich auch alles umbelegen. Rums, die Tür war zu. Aber warum ist meine Grafik gerade so schlecht? Das sieht ja gerade echt zum Heulen aus. Settings, Controls, Maus, Video, Visuals, Visuals, Visuals. Textur ist low, warum low? Ultra, bist du denn dumm? Naja, also. Gut, jetzt sieht es schon besser aus. Resume. Sehr schön, wollte schon sagen. Das sah ja gerade echt schlimm aus. Mit E könnt ihr den Motor starten, müsst ihr kurz gedrückt halten. So, dann wir mal. Und er startet irgendwie nicht, er hat keinen Bock. Jetzt. Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Das werde ich für euch jetzt auch mal ein bisschen leiser machen. Der könnte nämlich ein bisschen zu laut sein. So, jetzt müsste es besser passen. Dann machen wir los. Wir wollen mal gucken. Der gute Mann hat da so ein paar coole Tricks für den Anfang gehabt. Wir wollen mal schauen, ob wir das hinkriegen. Für uns diesen Tricks dann auch zu widmen können. Ich weiß aber nicht, ob ich das alles noch wiederfinde, was er da gesucht hatte. Ich glaube, hier unten war was. Moment. Ja, nun bremst doch. Was stimmt denn mit dir nicht? Alter Schwede. So, jetzt. Nun geh aus. Diese Steuerung von dem Spiel, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich habe es, wie gesagt, 2 Stunden mal angetestet. Mir hat es nicht zugesagt in dem Moment, aber es war auch ziemlich deprimierend. Also ich fand es doch sehr deprimierend, weil ich überhaupt nicht vorankam. Ich meine, ich kann zwar Englisch, aber so gut ist das Englisch jetzt auch nicht, dass ich hier alles übersetzen kann. Folglich war es anfangs sehr, sehr zäh. Und jetzt habe ich das Video gesehen, habe mir gedacht, na gut, wir probieren es nochmal. Wir geben diesem Spiel noch eine Chance. Er hatte hier irgendwo ein Auto gefunden. Und da konnte man den Motor mitnehmen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den finden hier. Da ist das. Wo ist denn das Auto hin? Ich finde das natürlich nicht, das Auto ist ja klar, ne? Wie soll es auch anders sein? Da müsste unser Brummbrummcar sein. Ne, unser Brummbrummauto ist weiter hinten gewesen, oder? Hätte ich mich schon glattweg verlaufen. Da steht er schon mit den Flügeltüren. So, jetzt gehen wir nochmal hier hinten runter, gucken, ob ich den da hinten finde. Das wäre natürlich schön, wenn ich den finden würde. Also wie ich gehört habe, sind das schon mal gleich 400 Bucks pauschal. Folgedessen wäre es natürlich schön, wenn wir den Wagen. Ach, da ist er doch, guck mal. Ha, wir haben ihn gefunden. Dann können wir gleich den Motor mitnehmen. Das ist schön. Da kriegen wir nämlich gleich Kohle für. Er hat ein kaputter Motor. So, lassen wir mal liegen. Machen wir auf die Kiste. Du schmeißt ihn doch da rein. Stimmt er mit dir nicht? Mach die Klappe zu. Ja, mach zu den hoch oben hier. So, geht doch. Die Tür kann aber auch mal zu. Zieht ja. Was soll denn das? So. Ab dafür. Aufnahme ist auf jeden Fall gestartet. So viel steht noch fest. Nicht, dass ich das hier vergessen habe. Also hier heute in dem ersten Video, in dem angezockt, werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr den Truck kriegt, wie ihr den Truck ans Laufen bekommt. Und vielleicht noch eine kleinere Quest oder so. Mal schauen.
Sinn des Spiels scheint es zu sein, dass man hier überlebt irgendwie und wir hämmern gleich erstmal. Ja, komm, das war's ja schon mal. Okay, schönes Ding. Wie sollte es auch anders sein bei mir? Wie sollte es anders bei mir sein? Der Motor ist noch drin? Ja, der ist noch drin. So, mal gucken, ob er hier wieder rauskommt irgendwie. Auto qualmt schon mal schön, das ist cool. Das ist schon mal richtig toll. Qualmlaute sind immer gut. Ich weiß noch nicht, ob wir hier wieder rauskommen irgendwie. Komm hoch hier mit dir. Och, du sollst doch rechts hoch und nicht links runter. Was ist denn los mit dir? Ja, das ist so meine typischen Probleme. Die Fahrphysik hier von diesem Spiel, die werde ich auch nicht verstehen, glaube ich. Von daher würde ich sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal wieder wenn da, wo wir eben waren. Ich habe auch schon neu gestartet, weil ich hatte da jetzt keine Lust drauf. Das Problem ist aber, wenn ihr den Motor hinten drin habt, müsst ihr immer mit Vollgas fahren. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr die Berge genug Schwung habt, weil sonst kommt ihr nicht mehr hoch. Ich hatte gerade das Problem, dass ich den Berg einfach nicht mehr hochkam. Ja, dieses Spiel, ne? Also es mag ja Leute geben, die mögen dieses Spiel. Wie gesagt, für mich wird es wahrscheinlich bei einem Angezockt bleiben. Bis jetzt haut es mich nicht wirklich vom Marker. Aber naja, wir werden mal sehen. Wie gesagt, das ist ein kleines Anfänger-Guide, ein bisschen Tutorial für euch. Vielleicht hilft es euch am wenigsten ein bisschen weiter. So, wir müssen gleich zum Schrottplatz hinter. Können wir gleich hier durchhämmern irgendwie. Hoffen, dass wir da auch ankommen. Leben, Teil irgendwie, keine Ahnung. Hier in der Stadt gibt es auch noch jede Menge Quests und so. Ich glaube aber nicht, dass wir hier gerade zum Schrottplatz fahren. Aber naja. Gut, es kann auch sein, dass wir doch dahin fahren. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel nur 2 Stunden gespielt und dann hat mich das Spiel doch zu sehr aufgeregt und das war nichts für mich. Doch, es wird der Schrottplatz. So, hier ist der Schrottplatz. Hier könnt ihr euer Auto nachher kaufen. Hier bekommt ihr einen Truck. So. Da ich keine Lust habe, diesen blöden Motor nochmal mit wegzuschleppen, lassen wir den gleich hier. Weil Kohle kriegen wir erst beim nächsten Mal. Erst hier müsst ihr das hinlegen, dann kriegt ihr auch die Kohle dafür. So viel habe ich schon rausgekriegt. So, dann quatschen wir mit ihm hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, Schraubenschlüssel. Ah, okay. Ein Handy. Was ist das denn? Brecheisen. Können wir ihn damit schlagen? Nein, können wir nicht. Okay. Gut, wir kaufen das Teil hier. Dann bringt er uns morgen dann. Hier liegt irgendwie ein Getriebe drin. Ich hoffe mal, dass mein Tutorial, was ich gesehen habe, auch noch ausreichend dafür ist, um etwa heute Morgen zum Laufen zu kriegen. Das weiß ich nämlich jetzt leider Gottes nicht. Ich habe nur geguckt, dass ich erstmal was rauskriege. Jetzt fahren wir erstmal in die Stadt und holen ein paar Ersatzteile, weil wir brauchen noch ein paar Ersatzteile. So, dann starten wir den Mobil hier. Na nun komm! Und er jodelt und jodelt und jodelt und jodelt und jodelt und er. Meine Güte, ey. Was für ein Haufen hier. So, dann wollen wir mal zurück in die Stadt. Wollen wir mal gucken, dass wir da noch hier schnell die Ersatzteile geholt kriegen. Bis auf einen Teil können wir da, glaube ich, alles sogar holen. So, oh, hier geht's schon wieder. Na, komm rum. Na, ist fein. So, 990 Meter. Ich glaube, wir müssen nach Hause, um dann den Tag zu skippen. Kann man dann schlafen oder so. Das will ich gerade noch nicht. So, ihr Lieben, ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe euch leider nicht mitgenommen. Wir sind jetzt erstmal hier und verkaufen jetzt erstmal unseren schönen Motor hier. Den verkaufen wir jetzt erstmal. Er quatscht jetzt noch 3 Jahre rum. In der Zwischenzeit gucken wir mal hier, ob wir hier noch was. Turbocharger. Kostet 330. Ja, den kann man nur kaufen, den Schrott. Kann ich auch noch Kram kaufen oder was? Na, so, was kommt noch? Ich dachte, das kann ich einfach mitnehmen. Egal. So. Ja, wie weit ist er jetzt hier? Ja, jetzt legen wir den da nochmal hin. Gucken, ob der den jetzt auch annimmt. Dankeschön. So, Kohle haben wir.
Pack mal ein, das sind 400 Tacken. Das ist schön. Ich habe euch leider, wie gesagt, nicht mitgenommen. Ich werde aber gleich nochmal, wenn wir dann in der Stadt wieder sind, alles nochmal ausbauen schnell und euch nochmal genau zeigen, was ihr einbauen müsst, wie ihr es einbauen müsst, wie ihr den Wagen starten könnt. Ich bin jetzt mit dem Teil noch bis hier hingefahren. Er qualmt natürlich jetzt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob der Motor dann durchknallt. Deswegen fahre ich jetzt mit dem Auto auch nicht weiter. Lassen wir jetzt erstmal, weil der war nämlich doch schon im roten Bereich. Wir laufen erstmal schnell hinter und das machen wir im Zeitraffer. So, da sind wir wieder. Wir nehmen uns den jetzt hier schnell mit. Einmal E, einmal linke Maustaste, einmal I. Nein, I geht nicht, also müssen wir den tragen. Jetzt renne ich schnell zurück. Den Lüfter haben wir gekauft und dann baue ich das alles nochmal schnell aus für euch und baue das nochmal zusammen. Ganz einfach. So, Freunde der Nacht, wir haben es geschafft. Also, wir hauen jetzt erstmal hier wieder alles raus. Ihr könnt mit den Tasten 1 bis noch irgendwas könnt ihr Werkzeug aussuchen. Wenn ihr dann habt, seht ihr das Grün und mit dem Mausrad könnt ihr den ganzen Gerümpel rausschrauben. Dann könnt ihr dann schrauben, ja, mit dem Mausrädchen. Das ist wie bei MySummer Car eigentlich. Mehr oder weniger. Dann wieder die 1, den mal abmachen. Raus. So, nochmal 2. Nochmal rausdrehen. Den kriege ich, ja, doch kriege ich auch raus. So, den raus. Gucken, ob ich das Kabel. Ne, den Engine Block will ich nicht. So, dann haben wir die Kabels. So, also ich habe jetzt rausgebaut. Kabels, das Ding. Ja, der Keilriemen, der sitzt hier unten. Ich kann mal gucken, ob ich da rankomme. Der sitzt da unten. Also ihr kommt, wenn ihr den Keilriemen einbauen wollt, müsst ihr euch ducken und dann geht ihr hier ran. Dann geht ihr so, na, so da ran. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn für eine backige Scheiße hier? Jetzt verbackt der ganze Kram hier. Na egal. So, jetzt bauen wir den Scheiß erstmal wieder ein. Annehmen. Ihr seht ein grünes Häkchen. Moment, grünes Häkchen. Wo ist das grüne Häkchen? Grüne Häkchen. Kein grünes Häkchen. Dann nehmen wir das nochmal neu auf. Kein grünes Häkchen. Na, jetzt war ein grünes Häkchen. Das ist ein bisschen tricky. Dran. Einmal die Taste 2 drücken und nach mit dem Mausrad eindrehen. Dann könnt ihr euch das Ding nehmen. Dann kommt am besten von der Seite ran, glaube ich. So. Auch wieder verkabeln. Dann nehmen wir uns den hier. Den habe ich noch nicht verbaut. Dann ducken wir uns mal. So, ist auch drin.
weiß auch gar nicht, ob der noch verschraubt werden muss. Ich denke nicht. Jetzt machen wir den hier noch. Hauen wir den noch drauf. Nehmt euch den Schraubenzieher wieder. Knüppelt das Teil zu. So, den auch nochmal zuknüppeln. So, dann 1 drücken, Motor 1 drücken, Motor wieder zu. Und jetzt probieren wir nochmal einzusteigen. Hallo, macht Tür zu. Will er nicht, gut. So, Motor wäre schon mal kalt. Ja, die Tür kann man auch abfahren. Scheiß drauf, braucht kein Mensch. So, jetzt ist auf jeden Fall die Überhitzung weg. Jetzt müssen wir noch Öl kaufen, weil Öl scheint nämlich auch nicht mehr wirklich viel drin zu sein. Fahren wir erstmal zurück, holen das Öl noch. Und dann habt ihr den Jeep, eigentlich diesen komischen Pickup, fertig. So, zumindest erstmal fürs Erste. Ihr könnt das Ding ja noch auftunen, aufwerten und ohne Ende. Dazu müsst ihr dann aber erstmal Geld machen. Also so einfach ist das auch alles nicht. Hier gibt es noch spezielle Nebenquests und. Hunger, Durst müsst ihr natürlich auch drauf achten. So, wir hämmern jetzt erstmal zur Tankstelle. So. Machen die Luke auf, mal gehen wir aus, holen uns einen Liter Öl. Da hinten ist noch ein Punkt. Einmal Öl gekauft. Zack. Den weg. Öl ist drin. Und dann machen wir den wieder zu. Jetzt schmeißen wir hinten ruf. Jetzt dürft ihr eigentlich auch nicht mehr wegen Öl meckern. Okay, kein Öl meckern mehr. So, der Hobel läuft. Also, das wäre das gewesen. So kriegt ihr dieses Fahrzeug erstmal ans Laufen. Ich habe ewig lange danach probiert. Ich habe ewig lange gesucht. Ich habe leider nichts Deutsches gefunden. Deswegen jetzt auch die Idee, ein leichtes Angezockt zu machen zu dem Spiel. Und euch erstmal zumindest die ersten Schritte schon mal zu erklären, zu zeigen. Und wir werden jetzt noch nach Hause fahren. Und hoffentlich kommen wir auch an. So, wir werden jetzt noch nach Hause fahren. Hier geht's lang. Sehr schön. Tanken müsst ihr natürlich auch, wie in jedem anderen Spiel auch immer. Das ist leider nichts Neues, das kennen wir schon. Jetzt kommt er wieder nicht hoch. Ein Traum, ich bin begeistert. So. Da erwartet uns jetzt übrigens auch schon wieder eine Quest. So wie ich das sehe. Jedenfalls funktioniert der Hobel. Was ihr noch machen könnt, das könnt ihr direkt am Anfang sogar machen. Das habe ich auch gesehen. Ihr könnt das Teil lackieren. Will ich auch nicht mit der Farbe. Ich will lieber. So. Sehr schön. So, dann nehmen wir das in hellgrün. Dann kommen noch irgendwas andere spezielle Farbe. Genau, pink. Pink ist auch gut. Die Türen noch schön pink. Da. Und noch schwarz. Und auch noch. Na gut, schwarz-pink. So. Jetzt habe ich noch lackiert. Also, das könnt ihr auch direkt machen. Die Farben habt ihr hier. Damit könnt ihr was machen. Jetzt gucken wir uns noch die Quest an. Hier ist noch die Motorsäge. Das heißt, hier könnt ihr auch Bäume fällen. Aber dazu habe ich mich noch nicht näher beschäftigt. Wir gehen zurück. Und ihr habt jetzt dann eure ganzen Quests. Beer Run zum Beispiel, da könnt ihr, hey, braucht ein 12er Pack Bier, da gibt ihr euch Kohle für, könnt ihr nehmen. Und hier Cash for your Scrap Metal, das heißt, da könnt ihr dann Schrott sammeln. Der sucht hier nach Hilfe, wofür auch immer. Also ihr habt hier einiges an Missionen, an Quests, die ihr machen könnt, wo ihr Geld verdienen könnt. Aber wie gesagt, am Anfang ist halt am wichtigsten, dass dieser Haufen hier läuft. Das haben wir geschafft. Ich würde sagen,
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr davon sehen, dann bitte in die Kommentare. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen und dann wird auch definitiv vielleicht noch was mehr kommen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schöne Woche, schönes Wochenende. Macht's gut, hau rein. Bis dann. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.